Okay, vielen Dank für die Geduld. Also wir machen die Arbeit eines Fernsehsenders. Ist nicht einfach nur Webcam. Und wir haben kein Personal. Ich freue mich, wenn es einfach auch mehr wird. In erster Linie meine Haltung. Das Thema heute Abend, für mich geht es nicht darum zu unterhalten, das sage ich einfach auch jetzt im Moment. Jeden Abend, ich bereite mich für die Sendungen nicht vor, um zu unterhalten, nur jetzt als im Voraus. Ne? Ich habe ja, was weiß ich, 3000 Vorträge gehalten. Am Anfang habe ich mich vorbereitet, als ich Akademiker war sowieso. Dann musste ich das aufgeben, weil ich intuitiv einfach auch immer arbeite. So hat sich auch mein Erfolg, weil als Akademiker konnte ich wenig Vorträge geben, was ich gelernt hatte. Und danach habe ich Tausende in Ärztekammer, Industrie- und Handelskammer, Parlamente, große Bühnen, Messen, Kongresse und so weiter. Das heißt, ich weiß nie davor, was ich sage. Und das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, für mich ist wichtig, das interaktiv zu machen. Das heißt, dass ihr jetzt einfach auch anrufen könnt. Nummer ist unten eingeblendet oder über Skype oder E-Mail. Mache jetzt hier Skype auf. So, und drittens ist einfach, ich möchte einfach auch auf Impulse einfach auch reagieren. Dieses Thema hat sich in den letzten Tagen einfach auch gezeigt. Ich folge diesem Impuls und wir können zusammen voneinander lernen und dies einfach auch kreieren. Man spricht nicht über Geistwesen. In allen Kulturen ist es normal. Und eine Zeit lang haben wir diese Leute, die von Geistwesen sprechen, als abergläubig und so weiter. Aber die Geistwesen sind sowieso in unser Körper, in unser System, in unsere innere Wissenschaft einfach auch verankert. Natürlich auch, wenn ich meinen Großvater oder Großmutter nicht kennengelernt habe, ich habe es einfach auch in mir. Ich verhalte mich auch so. Und ich sehe so aus. Und das heißt, ich weiß, wer von innen heraus kann ich jederzeit einfach auch Informationen herausholen, was ein Familienmitglied, den ich nicht kennengelernt habe, kann ich denn jederzeit Kontakt aufnehmen, kennenlernen, fühlen. Und das habe ich ein paar Jahrzehnte gemacht in meinen Seminaren und Vorträgen. Und das ist eigentlich immer leicht. Es ist immer leicht. Und wenn man sich darauf einlässt, ich kann gerne einen Raum vorbereiten, wo das einfach auch geschehen kann. Und Verena, wenn du dabei bist, kannst du gerne einfach auch dich beteiligen. Ich war jetzt die ganze Zeit auf Sendung, deswegen weiß ich nicht, ob du dich gemeldet hast.
Wenn jemand eine Frage hat, gerne, das ist mir einfach auch lieber. Es ist nicht einfach, allein vor der Kamera zu sprechen. Und ich bin gewohnt, einfach auch auf Interaktion. Ich sage nochmal, gerne einfach auch anrufen, wenn jemand anrufen möchte. Und ihr könnt gerne steuern, worüber wir heute reden. Ich bin im Dienste und ich tue einfach auch, was notwendig ist. So. Möchte vielleicht mit einem Beispiel anfangen. Wenn du jetzt deinen Körper fühlst, also du nimmst ein DIN A3 Blatt dann fühlst du in deinen Körper und du bekommst in deinen Körper die Information über eine bestimmte Stelle. Die Information kommt einfach auch sofort. Wenn du es einfach auch erlaubst. Dann fühlst du in eine bestimmte Stelle in deinen Körper und kriegst Informationen männlich oder weiblich. Dann kannst du noch eine Information bekommen über einen Namen. Dann kannst du noch eine Information bekommen, wie weit es ist in dein Familiensystem einfach auch gespeichert. Und dann kannst du auf einem Blatt zeichnen, wo du bist und wo dieses Familienmitglied in dein Familienbande einfach auch ist. Ja, und wenn du einfach auch so vorgehst, oder wenn sie oder du so vorgehst, so fängt es an, kannst du Schritt für Schritt alle Informationen bekommen, die mit deinem Geistwesen, deines Familienbande einfach auch zusammenhängen. Warum ist jetzt, mir ist ein Bild gekommen, ne, eine weibliche Person, mir ist ein Name gekommen, warum kommt jetzt einfach auch diese Information in deinen Körper? Weil einfach auch die Information Nummer eins ist. Das heißt, für mich jetzt, Jeet, ist wichtig im Moment Kontakt mit den Geistwesen, diese weibliche Person, die so und so heißt, aus meinem Familiensystem aufzunehmen. Warum? Okay, diese Person hatte. Diese weibliche Person hatte viel Lebensfreude. Also ich kann natürlich auch sprechen mit dieser Person, du oder sie auch. Und hatte einfach auch viel Lebensfreude. Und dann kam ein Moment, etwas, was einfach auch geschehen ist, wo sie aus Mitgefühl für eine männliche Vorgesetzter sozusagen, also ein männlicher Vater oder Onkel oder Großvater, hat sie sich einfach auch gestoppt. Und diese Information ist mir weitergegeben worden als Kompetenz, das heißt, wenn Autoritäten da sind, ne, es ist möglich, weiterhin in die Lebensfreude zu bleiben. Man muss sich einfach auch nur trauen, es leicht mitzuteilen. Das ist ein bisschen gefährlich. Das heißt, der Kontakt mit diesen Geistwesen aus meinem Familiensystem lehrt mich jetzt, Jeet, auch in Situationen, wo Autoritäten da sind, mach es leicht, witzig, traue dich ein paar Sprüche zu lassen und du knackst einfach auch diese Autorität. Das heißt,
du schaust einfach auch durch die Felder der Angst vor dieser Autorität und plötzlich traust du dich total einen Witz zu machen, eine Bemerkung zu machen, leicht und easy zu sein und die Angst zum Beispiel verprügelt zu werden früher von dieser Person oder was weiß ich was verschwindet. Das heißt, den Kontakt mit diesen Geistwesen teilt mir jetzt, Jeet, sei nicht so verstockt. Wenn Autoritäten kommen, sei nicht ernst. Die wollen einfach auch nur geknackt werden. Und zwar mit Witz, mit Leichtigkeit. Und das geht. So, wenn ich jetzt diese Erbschaft von dieser Frau aus meiner Familienbande einfach auch übernehme, annehme, dann habe ich etwas für diese Frau gemacht und für alle Mitglieder aus meiner Familienbande, vergangene wie zukünftige. Das heißt, genetisch ist diese nicht lebende Lebensfreude bei mir verankert als Erinnerung, als von einer Aufgabe, die diese Frau hatte, die einfach auch nicht erledigt hat. Und die hat gesagt, ich passe irgendjemand in meinen genetischen Code, in meine genetische Geschichte, wird das erledigen. Ich habe keine Lust. Ich mache mich klein und ich mache einfach, was diese Autorität einfach auch macht. Und wir Menschen, wir haben das Recht, nicht zu lernen. Das tun wir auch meistens. Wir lernten schon. Da wären wir in kurzer Zeit erleuchtet. Okay. Das heißt, fühle in deinen Körper. Vielleicht tust du das jetzt. Was sich jetzt meldet, die Information kommt sofort, das gibt es nicht, ich kriege nichts mit. Erlaube es, tu es und du bekommst sofort eine Stelle im Körper. Mit. Dann spüre, es ist wichtig, weiß ich nicht warum, es wird einen Grund geben, männlich, weiblich. Dann stell dir ein DIN A3 Blatt vor, du zeichnest, machst du einen Punkt für dich und machst du einen Punkt, wo diese Person aus deinem Familiensystem ist. Zwei, drei Generationen malst du das einfach an eine bestimmte Stelle. Und du kriegst dann mit, welche Stufe es einfach auch ist. So, und dann schaue ich jetzt, was das Thema dieser Person ist. Die Information kommt sofort. Natürlich kann ich dir einfach auch helfen. Ich weiß, dass die meisten sagen, das gibt's nicht. Die Biologie ist die Biologie und Informationen kommen sofort, weil sie in deinem Körper gespeichert sind. Man muss nicht im Geist sein. Der Körper tut es. So, dann bekommst du das Thema. Am besten schau auf die Kompetenz dieser Person.
Ich kann gerne helfen für die Fernfühler, die Zuschauer. Bei einer Person von euch, von dir, ist diese Seele der Überblick. So, diese männliche Person hat einen Überblick als Kompetenz. Und hat es nicht gelebt. Eine andere Person und es dir vererbt. Eine andere Person hat die Standhaftigkeit, das ist für dich, lieber Zuschauer, und hat es nicht gelebt, also hat es dir vererbt. So, ich schaue nicht nach dem Problem, sondern sofort nach dem nicht gelebten Talent oder Kompetenz. Das heißt, wenn du ein Problem wahrgenommen hast, ist okay, mit diesem Geistwesen aus deinem System, hatte den Überblick und hat aber alles durcheinander gebracht. Hat sie sich so konfus gemacht, um nicht zu zeigen, dass er den Überblick hat. Also totales Durcheinander und Chaos hat dieser Person kreiert. Aber Chaos ist nicht das Problem. Das Problem ist das Nichtleben der Kompetenz. Ja, und dann nehme einfach diese Erbschaft einfach auch an. Lebe es. Und du wirst reicher. So, das habe ich jetzt in einen Schnelllauf gemacht. Ich hoffe, dass es Verständnis ist. Ist anders, wenn man einfach auch hier im Raum ist. Aber ich wollte einfach auch so anfangen, dass es jetzt nicht darum geht, oh, ich höre die Stimmen und so. Das ist einfach wirklich das Ehren. Der Ahnen bedeutet und Kontakt mit Geistwesen verstorben aus der eigenen Familienbande bedeutet Arbeit. Arbeit nicht im schlechten Sinne, nicht Sklavenarbeit, sondern kreative, schöpferische Kraft. So, aus jeder Minus aus deinem Familiensystem ist nicht eine Blockade, muss nicht geheilt werden. Du musst nicht in Emotionen gehen, das ist meine Erfahrung, wenn jemand anderen was anderes sagt, ist auch okay, sondern du lebst, was das Schwierigste ist, den nicht gelebten Talent und die nicht gelebte Kompetenz, diese Ahne, dieser Geistwesen. Und somit löst du, ist der schnellste Weg, weil man kann natürlich sprechen, was hast du gemacht, wo bist du inkarniert, bist du da, wie geht's dir und so weiter. Der schnellste Weg, und da plädiere ich einfach auch, um erstmal die Wahrheit zu sagen, die Lösung, wo wir hinkommen, ist die Erbschaft als nicht gelebte Kompetenz anzunehmen, in der geballte Form, die sich gesammelt hat aus der negativen Haltung. Das heißt, für dich, lieber Zuschauer, den Chaos, den in deinem Familiensystem ist, den du einfach auch lebst, ist eine nicht gelebte Übersicht. Das heißt, stell dich darauf ein, nimm die Herausforderung an, übernimm die Führung als Sehender der Übersicht, stell dich über dein Familiensystem und bekomme die Informationen, bringe Ordnung und dein Körper, deine Seele, deine ganze Ahnen, deine Kinder und Kindeskinder werden sich einfach auch bei dir bedanken, denn du bist in diesem Moment Wissenschaftler. Du hast den genetischen Code in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft einfach auch verändert. Und das ist nicht irgendeine Theorie,
Das ist so, das ist Biologie, das ist Physik. Der Körper zeigt es, du siehst dann anders aus. Um dich herum freuen sich die Leute, deine Arbeit läuft anders, die Geschäfte sind anders, die Beziehung verändert sich. Also du brauchst keine Beweise dafür. Wenn du es richtig gemacht hast, dein Umfeld wird es dir einfach auch spiegeln durch die Resonanz. So, das ist der erste Schritt, den ich einfach auch empfehle. Wenn wir bereit sind, das Reichtum anzunehmen, dann, nur dann, lohnt es sich, Kontakt aufzunehmen. Wenn auch nur in irgendeiner Form diese Bereitschaft des Lernen, dann ist okay, wenn ich oder Verena oder der oder die für dich einfach auch was tun. Sonst mache ich dich abhängig und versklave dich, dass du so und so viele Seminare, so und so viele Beratungen einfach auch machen musst, um es zu lernen. Du wirst es nie lernen, nur wenn du die Bereitschaft hast, die Lebensschule und die Herausforderung anzunehmen, die die nicht gelebte Erbschaften deiner Familienbande darstellen. So, und wenn du das einfach auch angenommen hast, dann lohnt es sich jetzt, die kleine Reise zu machen, Frage zu stellen, in Verbindung zu treten. Dann sind einfach auch, arbeitest du aus einer andere, ganz andere Sicht, du nimmst nicht Kontakt mit den Geistwesen deiner Schwiegermutter zum Beispiel, die einfach noch nicht ins Licht ist, die leidet, die negativ drauf ist, die was weiß ich was, kannst du natürlich, du kannst Kontakt aufnehmen, du kannst alles machen, aber das ist einfach auch Unterhaltung, das ist dann Zeitverlust, das ist okay, das ist aber, für mich geht es einfach auch nicht darum, da veränderst du nichts. Zeitvertreib ist auch okay. Aber ich empfehle dir, wenn du Kontakte mit Geistwesen haben möchtest, welche deine Absicht ist. Wenn du traurig bist, kannst du natürlich entscheiden, okay, dieser Mensch, diese Person ist vor kurzem gegangen, ich vermisse es. Dann die Absicht ist, dich zu trösten, ein bisschen reinzugehen, Kontakt, ist okay. Kannst du ein Gespräch einfach auch führen? Wo bist du? Was machst du? Wie geht's dir? Ich mache mir Sorgen um dich, machst du dir Sorgen um mich? Wenn die richtige Frage gestellt ist, dann findet einfach auch die Kommunikation statt, garantiert. Natürlich muss es nicht aus Neugier sein. Ich könnte jetzt einfach Kontakt aufnehmen, was weiß ich, mit irgendjemandem aus meinem Familiensystem, der im Moment einfach woanders ist, der einfach keinen Bock und kein Interesse hat oder keinen Grund, jetzt sich mit mir zu verbinden. Und deswegen, wenn du keinen Kontakt bekommst, dann ist es nicht der andere. Geistwesen ist einfach auch woanders, ist einfach nicht da. Ist in einer Schulung oder telefoniert gerade oder was weiß ich. Deswegen ist meine Empfehlung, ist handle einfach auch intuitiv und frage deinen Körper, wer und was meldet sich. Das heißt, wenn du jetzt Kontakt mit deiner Schwiegermutter aufnehmen möchtest, aus diesem Grund, dann lass diesen Wunsch fallen, lege den einfach auch beiseite
und schaue einfach auch in deinen Körper. Ich glaube, dass du in deinem Körper die Brücke findest, wenn du eine Stelle in deinem Körper wahrnimmst, die sich gerade meldet und mit einem aus deinem Familiensystem einfach auch verbindest und die nicht gelebte Kompetenz erkennst und du nimmst die Kompetenz an, dann verstehst du und bekommst du die Antworten, was es mit deiner Schwiegermutter, verstorbener Schwiegermutter an sich hat und was du da einfach auch erledigen kannst. Das heißt, ist nicht spektakulär. Kontakte mit Geistwesen aus der eigenen Familienbande, das ist Arbeit. Deswegen tun wir so, wie wenn wir das einfach auch nicht hören würden. Ist nicht so nur für Spinner oder für Übersinnlichen. Das ist ganz was, ich möchte das wirklich, das ist was ganz Normales. Das machst du sowieso, du handelst, du sprichst auch immer so. Die Angst, die dein Großonkel oder was weiß ich hatte, die ist auch in dir. Aber nimm nicht das Plus wahr, die erste Information, wenn du Kontakt mit deinem Großonkel haben willst, schau, ob es sich in deinem Körper meldet. Und dann schaue auf die Kompetenz, auf den Talent, den dein Großonkel nicht gelebt hat. So schaue auf das Plus. Und dann nimmst du nicht die Angst wahr, sondern nimmst du zum Beispiel diese Kompetenz, dieses Großonkel des Vorpreschen. Wow, wenn er vorprescht. Niemand kann den einfach auch bremsen, niemand kann den einfach auch halten, niemand kann, er dachte, dass er gebremst wird, aber wenn eine Kernkompetenz das Vorpreschen ist und total aus der Hingabe gemacht wird, dann kann er einfach immer weiter und niemand wird ihn einfach auch bremsen. Das heißt, wenn du einfach auch diese Information bekommst, das ist Arbeit, ne? Okay, deswegen ist nicht eine Sensation, ist nicht nur für Menschen, die was weiß ich, irgendein Tuch über den Kopf haben oder für bestimmte Nächte, Kerzen, nix, du brauchst gar nichts. Das kannst du auch beim Autofahren machen. Du musst nicht in Trance gehen, du musst nicht dich reinigen, du musst keine Blockaden auflösen. Das machst du sowieso. Jeden Tag, du verhältst dich die ganze Zeit wie dieser Großonkel, der sich nicht getraut hat, seine Vorpreschkompetenz einfach auch zu leben. So, Mensch, ihr lasst mich alle so allein sprechen, hat jemand geschrieben. Ja? Ist ja überhaupt an? Ja. Gucken wir mal, E-Mail. Ruf an. Schön. Wow. Okay. Niemand. Gut, dann ist anscheinend interessant, was ich jetzt sage. Okay, das heißt, wenn du schaust in deinen Körper oder du schaust in das Körper von jemand anderem, du kriegst ganz genau mit, wenn du, stell dich einfach auch um und schaue einfach mit einem bestimmten Raster. Ne?
dann kriegst du ganz genau mit, welche Geistwesen in das Körper des anderen einfach auch gespeichert sind. Ich habe natürlich früher viele Zehntausende von Geistwesen bereinigt aus dem Körper, aus den Häusern, in einem Team von 10 Leuten und Besetzungen und alles. Und irgendwann kam einfach auch ein Stopp. Jit, genug jetzt. Die Menschen können, geh in eine neue Dimension und bereinige einfach auch nichts mehr. Weder Häuser noch Menschen noch irgendetwas. Nur, wenn ich für die anderen was weggemacht habe, das war natürlich gut entlohnt. Ne? Da habe ich gut verdient. Es ist wie im Gesundheitsbereich. Ich mache es dir. Ne? Ich repariere dich und das kostet und da geben wir die Hunderte von Milliarden aus. Gut. In dem Moment, wo ich das einfach auch geändert habe, und nein, ich arbeite Schritt für Schritt mit dir und nur mit dem Leben deiner Kompetenzen arbeite ich. Ich helfe dir. Wir wollen uns nicht verarschen. Ich kann dir den Geistwesen reinigen, berada, wegmachen. Okay, das kann ich sowieso machen, aber ist nichts in der Sache. Kann ich gerne machen. Nur, ich muss einfach auch professionell arbeiten und ich muss einfach auch ehrlich sein, weil ich das erfahren habe. Ich putze alles, ich repariere alles, aber ich muss dir die Wahrheit sagen. Die richtige Arbeit ist Schritt für Schritt. Eine Blockade ist keine Blockade, sondern wie Sabine sagt, eine Blockladung. Schritt für Schritt helfe ich dir, die Talente und Kompetenzen zu leben oder die Erbschaften anzunehmen, die aus deinem Familiensystem kommen. Und ich biete dir einfach in JITV ein Resonanzfeld, das dir einfach auch spiegelt, ob du das wirklich willst oder nicht. Ja, und das war mein Gefühl, Mensch, das will ja niemand. Ne? Oh. Früher waren alle Kurse, alles, was ich gemacht habe, immer überlaufen, egal in welcher Stadt der Welt ich war. Immer alle voll, ich sage dir die Kompetenz, ich mache es dir weg. Alle Seminarteilnehmer habe ich jedem die Liste gelesen, bei dir Erdstrahlen, Geistwesen, Elementalen, habe ich vorher, bevor sie zum Seminar gekommen ist, habe ich sie alle geputzt mit einem Team von 10 Leuten. Deren Haus, ich wusste alles, bevor ich zum Seminar gekommen bin, was an den Leuten hing. Ne? Das war richtig jungfräuliches Arbeit. Ne? Ich bin mit einer Liste gekommen, konnte jedem sagen, bei dir, hier ist eine Besetzung, hier ist teilweise, bei dir im Haus am Fenster sind Erd also so elektrische Strahlen, ist ein Gerät, das nicht funktioniert und aus der anderen Seite kommen kosmische Strahlen und so weiter. Die Leute waren begeistert und natürlich konnte ich einfach auch danach die Häuser auch in Gleichgewicht bringen und die Seelen ins Licht schicken und so weiter und so weiter. Und die Leute waren zufrieden, weil das war einfach so wie im Gesundheitssystem. Ich mache es dir weg. Ne? Und so wie ich jetzt arbeite, das will ja niemand. Das ist für mich richtig manchmal einfach auch ein Drama. Ich sehe einfach, dass einige Zuschauer aufgegeben haben. Es hat nach Arbeit gerochen. Ja, das sind die Empfehlungen, die ich einfach auch gebe.
So, noch gestern haben wir besprochen, eben nochmal, ich möchte gerne eine Serie von Sendungen einfach auch machen, möchte nicht die ganze Zeit reden und jeder, der möchte, Verena wird, nehme ich an, dann eine Liste schicken von den Themen, über die sie referieren möchte oder so Erfahrungen erzählen möchte. Und ich lade einfach auch jeden Zuschauer, dies einfach auch zu tun. Wenn du ein Thema hast, einen Erfahrungsbericht, ein Channeling, egal was, in Bezug auf Geistwesen und Familienbande und Tieren und Beziehungen und wo gehen die, was ist, wenn man stirbt, in welchem Bereich geht man gleich, irrt man irgendwo raus, man ist gebunden örtlich, was ist, wenn der Körper verbrannt wird, was ist, wenn man einfach nur unter die Erde kommt, was ist, also ich könnte jetzt 1000 Fragen stellen, was viele in dem Moment des Schmerzes sich einfach auch stellen. Und meistens oft niemand da ist, der diese Frage antworten kann. Ne? Sind sie in den Möbel? Sind die überhaupt auf dieser Erde noch? Sind sie irdisch? Sind sie außerirdisch? Sind sie schon auf einem anderen Planet? Eben, all diese Themen würde ich gerne, weil so kommen einfach auch die Ideen, dass 3, 4, 10 verschiedene Referate zusammenkommen und jeder erzählt einfach aus seinem Erfahrungsschatz einen Teil der Wahrheit. Und damit ich einfach auch was mitlernen kann. Und dann wird das Ganze reicher, weil dann gehe ich in Resonanz mit das, was der eine und der andere sagt. Und dann bekomme ich einfach auch neue Impulse, einfach auch bekomme ich neue Impulse für dieses Thema. Und eben nochmal, ich könnte mich natürlich Themen alles vorbereiten, eins nacheinander, aber ich möchte das nicht. Ich weiß, dass viele das nur so wollen. Und die drehen sich um, was ist das und so, was spricht der, was sagt der. Nur ich kann nicht anders. Ich muss einfach meine innere Stimme folgen und ich muss diese Einladung an diese Sendungen nicht unterhaltend bis zur Grenze, dass es einfach auch einlädt, mitzumachen. Und zwar in diese positive Form. Ich weiß das einfach auch, oder ihr wisst auch, würde ich jetzt nur Scheiße erzählen, so wie diese andere Sender, dann würden die Leute sich drauf stürzen, weil sie es besser wissen wollen. Deswegen nochmal die Einladung. Geht einfach auch in Resonanz. Ich gucke jetzt auf Facebook, ob was da ist. Habe ich gar nicht geguckt. Ob jemand was geschrieben hat. Aha. Aha. Okay. Okay. Gut. Na, früher waren natürlich, haben immer viele Leute angerufen, aber so jeder hat ein bisschen was erzählt. Jetzt im Moment ist schon eine ganz andere Dimension, die sich einfach auch entwickelt. Ich weiß, dass einfach, es geht nicht um Blabla, es geht einfach, vielleicht ein Gruß wäre einfach auch gut. Aber grundsätzlich hat es schon eine ganz andere Ebene, wo die Arbeit von GTV einfach auch stattfindet. Gut. So, das wär's. Für mich, von mir aus.
Mehr habe ich nicht zu sagen. Morgen